Hallo und guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr jetzt das schaut. Montagabend, Dienstagmorgen oder wann auch immer. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Also meins war eigentlich ganz schön. Ich war bei meinem Bruder, bei meiner Familie, hab den besucht und ja. Ich habe noch einen recht kleinen Bruder. Er ist erst 12, also ja. War ein schöner Tag auf alle Fälle. So. Das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Und du hast dein Leben für uns riskiert. Ich muss mich bei dir bedanken. Da fällt mir ein, kannst du mir in dieser Sache noch einen letzten Gefallen tun? Erzähl Baderon, was hier vorgefallen ist, besonders was Severins Sinneswandel angeht. Baderon hat einen gewissen Einfluss bei den Gelbjacken. Vielleicht kann er ein gutes Wort für Severin einlegen. Ich glaube, er hat eine zweite Chance verdient. Du hast so viel für uns getan, das werde ich nicht vergessen. Okay. Sind wir jetzt quasi, also wie es scheint, mit ihm fertig. Das ist doch schon mal gut. Ja, Sefren tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, ja. Aber andererseits, er ist auch selber schuld, dass er da überhaupt mitgemacht hat. Aber gut, wer weiß, warum er da überhaupt mitgemacht hat, ne? Ich meine, bei diesem blöden Piratenpack. So. Wenn ihr mal den Schokobo. Wir wollen nach Limsa für 15 Gil. Jawohl. Die Schokobos werden auch immer automatisch an die Charaktergröße angepasst. Deswegen ist jetzt meiner so winzig klein. Ja. Naja. Ach ja. Habt ihr eigentlich auch kleine Geschwister und sonst so? Also ich meine, ich liebe meine kleinen Geschwister. Ich selber bin jetzt Mitte 20 und ich habe einen kleinen Bruder, der ist 3 Jahre jünger. Und dann habe ich eben noch meine Halbgeschwister. Da ist mein Bruder 12 und meine Schwester 9. Das ist ein relativ großer Altersunterschied. Es ist auch manchmal ein bisschen schwierig für mich, mit ihnen umzugehen. Einfach weil ich nicht mit ihnen zusammen aufgewachsen bin, sondern dass wir die bei meinem Vater gelebt haben von Anfang an. Und ich bei meiner Mutter und ich nur damals nur alle 2 Wochen dort war. Und seit, ich glaube, 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, ich bin, weiß es gar nicht mehr genau, habe ich die Wochenende auch nicht mehr dort bei meinem Vater verbracht, sondern hatte ja dann auch mein eigenes Leben, habe eine eigene Wohnung gehabt, schon mit 17 und so. Ja, also bin damals ausgezogen, habe dann mal hier, mal dort gewohnt, bei meinem Freund, bei einem Verwandten und dann irgendwann auch alleine. Und ja, das hat sich dann nicht mehr ergeben mit Ausbildung und allem drum und dran. Deswegen ist es manchmal für mich ein bisschen schwer, wenn man halt nicht so viel mitbekommt. Jedes Mal, wenn ich die sehe, sind die immer noch größer. Aber naja. Mein Bruder habe ich wenigstens eine Ebene gemeinsam. Er zockt genauso gerne alle möglichen Spiele. Deswegen kann ich da sehr gut mit ihm reden. Mit meiner Schwester ist es ein bisschen schwieriger. Aber naja. Das ist halt, das macht viel auch der Altersunterschied, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin froh, dass sie nicht so weit weg wohnen. Die wohnen jetzt nur eine halbe Stunde von mir. Kann man also öfter mal besuchen. Es ist halt für mich mit der Arbeit nicht einfach, weil ich Schichten habe. Ich habe entweder Spätschicht und arbeite ich bis 20:30 Uhr, bis ich dann zu Hause bin, ist es eh schon wieder 10. Oder ich arbeite halt Frühschicht und komme dann nachmittags nach Hause, bin dann aber seit früh morgens um 4 unterwegs und bin dann auch dementsprechend müde. Und die beiden haben ja auch Schule und so, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, dich kann ich immer noch nicht machen. Ich glaube, ich mache mal diesen Lehrmeister mit einfach just for fun. Aber ich lese mir das jetzt bloß mal so durch. Wir haben ihn ja schon mal angesprochen. Ja. Ja, der lässt mich noch nicht in die Anfängerarena. Okay, vielleicht hätte ich das doch durchlesen sollen. Egal. Kann ich euch auch so gleich erklären. Ich habe gerade alles weggeklickt. Es tut mir leid. Und du hast hier in der Zwischenzeit ja auch eine richtige Abenteurerin geworden.
Dann spricht doch nichts mehr dagegen, dass du hier in der erzwingten Sorge ein Gästenzimmer mietest. Abenteurer sollten darauf achten, immer gut ausgeruht zu sein. Sprich doch mal mit Mitchison, der kann dir alles erklären. Gästezimmer nun verfügbar. Juhu. Dann hätte ich noch etwas. So eine zuverlässige Abenteurer wie du es bist, sollte sich mal mit an Freibriefen versuchen. Diese Aufträge werden von den Gilden an Abenteurer vergeben. Eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen und Erfahrung zu sammeln. Sprich doch mal mit Tim Mokri hinter der Hafenbar. Sie wird dir alles weitere erklären. Juhu. Tja, dass die plundernden Schlangen mit den Entführungen und Sklavenhandel zu tun haben, das wird ohnehin gespannte Verhältnisse zwischen Admiral Melville und den Piraten weiter belasten. Egal ob Piraten oder nicht, wir sind alle Limser und wir sollten zusammenhalten, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen und zu misstrauen. Es kommen raue und stürmische Zeiten auf uns zu und wenn die Mannschaft nicht wie ein Mann zusammensteht, werden wir kentern. Aber für heute hast du genug geleistet. Sprich mich an, wenn dir wieder der Sinn nach Abenteuern entsteht. Ich weiß immer, wo man was erleben kann. Die stehen auch sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktuelle Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Spielempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteuervergnügen. Juhu, supi. Ich habe jetzt leider den Text übersprungen bei ihm. Es tut mir leid. Und auch bei dem Lehrmeister. Also ich kann euch das jetzt mal kurz erklären. Ihr seht doch diese kleine. Was, wie soll ich das jetzt bezeichnen? Ach, das kommt ja früh. Okay. Ich habe ein Level up. Ihr seht ja dieses kleine Blatt daneben meinem Namen. Das bedeutet, dass ich ein Neuling bin. Das zeigt anderen Spielern, dass ich neu bin und dass ich eventuell Hilfe gebrauchen kann. Es gibt auch welche mit einer Krone daneben. Statt diesem Kleeblatt. Das sind Mentoren. Mentoren sind Leute, die bestimmte Anzahl an WS-Ehrungen haben, die bestimmte Anzahl an Klassen auf Level 80 haben, die eine bestimmte Anzahl an Sachen gemacht haben, so in dem Sinn. Auf alle Fälle sind das Leute, die erwählt wurden, im Mentor zu sein, beziehungsweise du kannst dir dann den Mentor-Titel verleihen lassen bei diesem Lehrmeister hier. Und wenn du die Voraussetzungen befüllst, wenn du das möchtest, wissen möchtest, kann man den auch anreden. Ich kann das ja mal kurz machen. Hast du dich schon ein wenig umgesehen? In Erosea gibt es viele, die deine Hilfe als Abenteurerin brauchen. Sei mutig, sprich sie an und hilf ihnen. Wenn du mal nicht weiterkommst oder etwas nicht verstehst, kannst du andere Spieler fragen. Am besten natürlich solche, die sich freiwillig als Mentoren bestätigen. Sie helfen dir bestimmt. Genau. Was sind Mentoren? Mentoren sind erfahrene Abenteurer und Abenteurerinnen, die sich bereit erklärt haben, Neulingen bei den ersten Schritten als Abenteurer zu helfen. Bei Mentoren handelt es sich also um erfahrene Spieler, die bei Fragen zur Spielwelt oder zu Spielmechaniken weiterhelfen. Es gibt zwei Arten von Mentoren. Die Mentoren des Kampfes sind Veteranen des Schlachtfelds und haben ihr Können bereits in unzähligen Kämpfen bewiesen. Die Mentoren der Sammler und Handwerker sind meistens des Handwerks und verfügen über profundes Wissen über allerlei Ressourcen und deren Beschaffung. Wenn du nicht weiterkommst oder etwas nicht verstehst, sprich einfach einen Mentor an. Du erkennst sie an dem Mentorsymbol, das sich je nach ihrem Spezialgebiet unterscheidet. Genau, da seht ihr jetzt auch die Krone in der Textbox. Also wenn das ein Mentor für den Kampf ist, ist da noch ein Schwert mit bei. Und wenn das ein Mentor für Sammler und Handwerker ist, ist da so ein kleiner Hammer dabei. Genau, seht ihr auch hier. Experte im PvE-Kampf gegen Monster. Experte im PvP, das ist noch mit Fähnchen. Den kannte ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gegen andere Spieler. Und ja, es gibt hier auch PvP. Experte bei Synthese und Sammeln. Genau, das ist das ganz untere. Mentoren mit dem Kronensymbol können als Meister auf allen Gebieten betrachtet werden. Sprich also rück einen Mentor des Fachgebiets an, zu dem du eine Frage hast. Also genau. Das ist so diese Mentorengeschichte. Das heißt, man kann Mentor werden, man kann dann auch einem Chat beitreten, der Neulingschat ist, der auch für Neulinge jetzt gedacht ist, also Mentoren sind da drin und Neulinge, die von Mentoren eingeladen werden. Du bist nicht von Haus aus direkt in diesem Chat und da kannst du eigentlich allerlei Fragen stellen. Da wir aber nur EU-Server haben und nicht rein Deutsche, wird dann da auch allerlei möglichen Sprachen gesprochen, sprich Englisch oder auch mal Französisch oder sonst was. Ist nicht jedermanns Sache, wenn die Textbox da so in einem Ding rumspringt, aber ich selber habe das damals nicht gemacht und ich werde das auch hier wieder nicht machen. Mentoren sind einfach Leute, die da einfach alles erklären können, gefühlt.
die immer für einen da sind und da sein sollten. Deswegen tragen sie auch das Krönchen. Man kann das übrigens auch ausblenden, wenn man nicht als Mentor erkannt werden möchte, aber trotzdem die Titel führen möchte. Für die Leute, die es gar machen würden. So. Aber ich gehe jetzt mal hier an die Freibriefe. Baderon hat mir schon erzählt, was für eine tatendurstige Abenteurerin du bist. Willst du dich nicht auch einmal an den Freibriefen versuchen, welche die Abenteurergilde verteilt? Freibriefe sind Aufträge, mit denen Bürger sich an die Abenteurergilde verwenden. Die Gilde tritt also nur als Vermittler auf. Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel Gefechts- oder Fertigungserlass. Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für jeden Abenteurer, sich einen guten Namen zu machen. Warum darfst du nicht einmal rüber zum Tempelturm-Siedlung und sprichst mit... Gott, das kann ich nicht aussprechen, Leute. Er wird dir deinen ersten Auftrag geben. Genau. Also mit Baderon hatten wir ja vorher geredet. Ich habe es leider weggeskippt vor lauter dämlich sein. Er hat mir quasi gesagt so, jo, er wird mit den Gelbjacken mal reden wegen Severin und so. Und deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Ich nehme jetzt auch hier die Quest noch bei ihm an, weil ich eh schon hier bin. Na, wie gefällt dir das Abenteuer, Leon? Du hast ja schon einiges erlebt. So langsam wird es Zeit, dass du deinen Horizont erweiterst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zum Himmelszug im zentralen Lanusea? Der Himmelszug ist ein Gerüst an einer Felswand, wo mit Hilfe von Ballons Reisende und Waren hinauf und hinunter befördert werden. Die Transportballons werden von mehreren Transportabenteuern betrieben, die ständig nach Hilfe suchen. Außerdem ist die Gegend alles andere als sicher. Kurzum, da gibt es sicher viel für dich zu tun. Falls du Interesse hast, dann melde dich bei Wirkrit. Er hat am Himmelszug das Sagen und kann dir die Arbeit vermitteln. Okay. Wir machen unsere nächste Hauptquest, aber ich will jetzt natürlich erst den Freibrief machen, weil ich finde das ganz interessant. Wie sie auch gesagt hat, es gibt Fertigungserlasse. Das ist quasi, wenn man Handwerker mit kann, mit seinen Handwerkern auch die Freibriefe machen. Sehr gut zum Leveln übrigens. Ich glaube, mal gucken, wo ich hier hin muss. Oh, da war ich noch nicht. Wie komme ich denn hier hin? Ach, übers Zentral. Ja, da muss ich eh da runter, weil das hier, diese gepunkteten, sind übrigens Seelinien, also Fähren. Ich könnte auch mit der Fähre fahren. Ich bin jetzt Level 10. Ich fahre mit der Fähre. Auf dem Rückweg können wir ja dann das Zentrale latschen. Das zentrale Lanusea, da ist dann auch dieser Himmelsaufzug für unsere Quest. Aber ich will jetzt mit der Fähre fahren. Nicht zum Luftschifflandeplatz. Ich will in die Bollwerkhalle. Jawohl. Ach ja. Es tut mir leid, dass ich vorhin die Textbox weggeskippt habe. Ich weiß jetzt aber jetzt nicht, wie ich die im Nachhinein hinzufügen soll, dass vorgelesen ist. Tut mir so leid.